Dieses gute Stück hier, die MetaQuest 3, habe ich jetzt ungefähr zwei Monate. Und zwar täglich fast <laughs> in Anführungszeichen im Dauerbetrieb. Also äh, ich habe sie schon wirklich täglich benutzt und, und viel benutzt, auch privat benutzt. Und deswegen möchte ich euch jetzt nach diesen zwei Monaten mal meine erweiterte Meinung zu diesem Gerät sagen. Ich habe ja schon ein Review, ein sehr ausführliches Review gemacht, aber vielleicht gibt es ja jetzt... Noch einige Vorteile oder sogar noch einige Nachteile, die diese Brille hat. Und deswegen sage ich euch das jetzt in diesem Video. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Voodoo's VR, Oppermann Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Wudo.de. Ja, die Meta Quest 3. Viele von euch haben sie sicherlich schon und einige sagen, ja, okay, die ist super. Die, da bin ich absolut in einverstanden mit. Manche sagen aber auch, hm, habe ich mir vielleicht ein bisschen was anderes erwartet. So, zwei Monate habe ich das Ding benutzt. Viel und lange exzessiv habe ich das Ding benutzt für alles Mögliche. Ja, also wirklich viel Mixuality. Reality, auch privat habe ich viel damit gezockt und so. Und ja, ich mache das jetzt mal so, ich habe ja bei meinem Review am Ende die Vor- und Nachteile genannt. Und die gehen wir jetzt nochmal durch und ich sage euch, ob ich das immer noch so sehe. Ja? So, das Erste, was ich genannt habe, war das Setup. Ja? Also ich war sehr zufrieden mit dem Setup. Ich habe übrigens mittlerweile eine zweite Meta-Quest 3 ähm, und habe das natürlich alles nochmal durchgefriemelt äh, und so. Und ich muss sagen, ja, das, da, da bin ich nach wie vor mit einverstanden. Ich bin sogar noch besser, als ich es erwähnt habe, weil das ist wirklich. Super gemacht das Setup. Denn wenn ich da andere Brillen sehe, wo du dann irgendwelche Software installieren musst oder irgendwas machen musst, ähm, da bin ich wirklich sehr einverstanden. Also das Setup für Anfänger ist die super geeignet. Das Thema Performance, da, äh, ja, ich würde ich würd das mittlerweile so ein bisschen in Anführungs- oder in Klammern setzen bei, bei Vorteile, weil es kommt natürlich stark aufs Spiel drauf an. Ne? Wir haben zum Beispiel jetzt Assassin's Creed Nexus. Da ist es natürlich schon so, dass das an der Performance schon ein bisschen reißt von der Quest 3. Ne? Es läuft immer noch okay, aber manchmal würde man sich dann wünschen, man hat noch ein bisschen mehr äh, Bilder pro Sekunde. Ne? Das kannst du natürlich alles ein bisschen optimieren mit diesem Quest Game Optimizer, den ich ja gezeigt habe. Aber ja, also letztendlich ist die Performance schon gut. Sie könnte aber noch ein Tick besser manchmal sein, in meinen Augen. Aber um Gottes Willen, jammern auf ganz hohem Niveau. Dann die drei Themen Display, Sichtfeld und Linsen. Und da, da bin ich bei anderen Brillen, wo ich mir denke, oh, das nervt mich so tierisch, dass ich da irgendwie die Ränder oder so sehe oder dass das Sichtfeld so klein ist äh, und alles. Bei der Quest 3 habe ich nie, auch wenn ich das privat jetzt so benutzt habe, das Gefühl, dass da irgendwas... Dass da irgendwelche Werte zu gering sind oder so. Also oder die Linsen sind ja super von der Quest 3. Das muss man ja schon wirklich sagen. Klare Linsen, super Sweet Spot. Zumindest bei mir. Das Sichtfeld reicht für meine Verhältnisse vollkommen aus und das Display reicht für mich auch aus, weil ich habe nämlich sogar auch viel. Ich ich äh, Genieße einfach so privat manchmal so ein bisschen den Flugsimulator. Nicht, weil ich das irgendwie gut kann, sondern einfach, weil ich die Umgebung genießen will. Und für mich reicht es so dermaßen aus, auch für Simulationen, die Auflösung und das Display von der, von der Quest 3. Ja? Ich, ich vermisse auch gar nicht irgendwie jetzt ein OLED-Display. Ich brauche das nicht unbedingt. Das ist halt meine persönliche Meinung. Ja? Das, so wie das ist, ist es für mich in Ordnung. Das Thema Mixed Reality habe ich auch damals auf die Vorteile-Seite gesetzt, äh, mache ich immer noch, gefällt mir immer noch. Nur so langsam braucht man ein bisschen Nachschub. Ja? Also so Spiele, die mir so richtig gut gefallen haben, dieses Drop Dead The Cabin, Home, Home Invasion, ja, genau. Und Aspire 2, das ist äh, super, aber wir brauchen mehr, da muss mehr kommen, ja. Also Mixed Reality gefällt mir nach wie vor super auf der Quest 3. Auch wenn das Pass-Through mal wirklich ein bisschen besser sein könnte, viel Licht anmachen, ja, dann ist es besser. Aber es ist immer noch das beste Pass-Through, was du haben kannst bei einer VR-Brille. Aber es reicht halt immer noch nicht aus, um perfekt zu sein. Ja? Aber trotzdem habe ich immer noch viel Spaß mit Mixed Reality. Ich vermisse trotzdem ein bisschen Content. Da müssen mehr coole Sachen kommen. Ähm, den Store habe ich auch auf die positive Seite bei meinem Review gemacht. Äh, ist immer noch so. Ja, ähm, da muss ich sagen, da sind schon, wenn man das jetzt äh, so mit anderen Stores vergleicht, äh, Pico oder Sony oder so, das, das knackt mehr, das ist knalliger, das ist... Da, da kommen mehr Spiele, wo du denkst, okay, das ist jetzt doch mal ein AAA-Spiel. Das ist ja das, warum ich, das, ich bei der PlayStation zum Beispiel vermisse oder auch bei, bei Pico. Da sind zwar auch gute Spiele, aber so, so Burner jetzt wie zum Beispiel äh, ja, Vampire the Masquerade oder, oder ähm, Asgard's Wrath 2, die kommen da einfach nicht. Ja? Und wir haben nun mal in VR nicht. So die Auswahl, oh ja, da kommen jetzt mal drei AAA-Spiele in der Woche. Nein, wir müssen die AAA-Spiele wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Und da ist die Quest halt einfach ganz, ganz vorne mit dabei, weil eigentlich... Wenn man mal so die Liste, ich glaube irgendwie von Road to VR äh, gab es mal irgendwie so eine Liste mit den kommenden Spielen, wo dann verglichen wurde irgendwie PC VR, Sony und Quest, was wo rauskommt. Und bei der Quest 3 war einfach die ganze Reihe ein Haken, ein grüner Haken, ja. Äh, das habe ich noch so in Erinnerung und es ist ja auch wirklich so, ne. Für die Quest 3 kommt einfach jedes angekündigte VR-Spiel raus. Ja und deswegen der Store... Ist für mich noch ein größerer Vorteil, als es sowieso schon vorher war. Ne? Zusätzlich kannst du auch noch alle PC-VR-Spiele damit zocken. Ja? Das war ja der nächste Punkt. Übrigens beim Store, es ist nicht alles gut, ne? um Gottes Willen. Zum Beispiel habe ich immer noch nicht verstanden, warum manchmal so, so äh, Nulpen wie äh, Foglands im offiziellen Metastore sind. Da, da vermisse ich so ein bisschen die, Konsequen äh, die Konsistenz. <laughs> Ja, von der, von der ähm, Qualitätssicherung. Ne? Also klar, äh, äh, Assassin's Creed Nexus, ganz klar, Vampire Demasquerade, Genotype oder so. Äh, aber warum zur Hölle ist Foglands im Store? Ja, also da muss ein bisschen mehr geprüft werden. Ne? Um Gottes Willen, wenn wir jetzt von Steam VR reden, da ist ja 99% Schrott. Da, das ist ja nochmal eine ganz andere äh, Kategorie. Das ist ja der, der VR-Schrottplatz. Ja, da musst du wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen. Das ist ja zum Glück bei Sony äh, und bei ähm, Meta ein bisschen besser, aber noch nicht perfekt. <laughs> ja, Thema PC VR habe ich ja auf die positive G Seite gesetzt. Auf jeden Fall. Ja? Also mit der Quest 3. Äh, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Ich äh, zocke sogar die PC VR Sachen jetzt alle mit der Quest 3. Nicht, weil das besser damit aussieht. Um Gottes Willen, mit den Pimax-Headsets sieht das nochmal eine, eine ganze Welt besser aus. Die Sache ist nur, ich habe wenig Zeit. Bei mir muss das alles sofort funktionieren. Und mit der Pimax funktioniert es halt nicht sofort. Da kommt wieder irgendeine Fehlermeldung, kommt wieder das, kommt wieder das. Da brauche ich wieder eine Viertelstunde, bis das alles läuft. Da habe ich keinen Bock und auch keine Zeit äh, für. So, Half-Life Alyx anschmeißen, bei der Pimax Viertelstunde, irgendwas. Wenn ich die Meta Quest 3 anschließe, geht das immer sofort. Ich hatte noch nie irgendein Problem. Ne? Einfach Software aufmachen, Steam VR starten, geht. So. Deswegen zocke ich sogar alle PC-VR-Spiele jetzt mit der Quest 3, weil es einfach zackig, knackig und gut funktioniert. So sieht's aus. So, was hatte ich noch auf der positiven Seite? Die Controller. Hier. Äh, Genial. Also die Controller finde ich absolut, ich weiß nicht, für meine Hände sind die einfach wie, wie geschaffen. Ja? Die, sind, die liegen perfekt in der Hand. Ich will gar keine anderen Controller mehr haben. Ja? Die sind so schön klein, du hast hier oben nichts, was stört. Ja? Allerdings habe ich auch schon mal gegen die Wand gehauen. Das ist natürlich der Nachteil, weil hier oben ist kein Ring mehr. Dann sind deine Hände nicht mehr geschützt. Dann halt mal deine Hände gegen die Wand anstatt den Ring. <laughs> Ja, kann man sehen, wie man will. Ich finde die aber super. Die haben mich nie im Stich gelassen, die letzten zwei Monate. Absolut genial. Ja, ähm, was habe ich, hab ich auf der negativen Seite gehabt? Ähm, den, den Strap, den Originalstrap, der dabei ist. Ja, der ist natürlich Quatsch, ne? Sofort weg. Irgendwas anderes kaufen. Ich habe in meinem Review äh, erwähnt damals das äh, Elite Strap, das Quest. 3 Elite Strap, das kann ich im Moment nicht mehr empfehlen. Vorsicht. Ja, das hat nämlich Probleme. Ja, das hat bei vielen Leuten Probleme, dass es einfach, wenn ihr das reinsteckt, nicht erkannt wird. Ja, und das ist bei vielen Leuten so, bei zu vielen Leuten und auch bei mir. Bei mir ist es zwar so, dass es noch in den meisten Fällen funktioniert, aber auch nicht immer. Wenn ich es reinstecke, dann habe ich oft, dann wird es kurz angezeigt, Ne, Zusatzakku wurde angeschlossen und dann nach drei Sekunden ist es einfach wieder weg und wird nicht mehr erkannt. Also deswegen nicht im Moment nicht das Quest Elite Strap kaufen. Ich werde ein separates Video machen, separates Video machen, wenn es Entwarnung gibt dazu. Aber im Moment nicht. Deswegen empfehle ich im Moment Third Party Headstraps wie zum Beispiel das Bobo M3 oder sogar die Franken Quest 3. Ja, das, äh, da kann man nämlich das Deluxe Audio Strap, habe ich jetzt, nee, das ist im anderen Raum, weil ich es eben getestet habe, <laughs> das ist nicht hier, also das Deluxe Audio Strap von der Vive, ähm, das ist gut, aber nicht mehr das originale. Das ist zwar gut, das ist auch immer noch eins der bequemsten, aber irgendwas funktioniert da im Moment nicht. So, die nächste Sache ist das Mikrofon. Ja, das Mikrofon habe ich auf der negativen Seite und da bleibt es auch, weil das Mikrofon der Quest 3 ist... Nicht gut. Ja, und sie haben es noch nicht gefixt. Das hat so Popgeräusche, also so <laughs> Windgeräusche, wenn du so... oder irgendwas machst. ja dann Das ist einfach schlecht. Das kommt zwar noch nicht an die furchtbaren Mikrofone der Weifbrillen ähm, ran, aber es ist schon sehr nah. Ne? Die meisten Leute haben in meinem Review geschrieben, hä, das ist doch ganz gut. Nein, Leute, das ist nicht gut. Hört euch doch mal an, Leute, die mit dem äh, Quest 3 Mikrofon irgendwas aufgenommen haben. Manchmal wird ent sogar entweder was verschluckt oder äh, es sind so Pop-Geräusche. Das Mikrofon ist nicht gut von der Quest 3. Das ist nicht gut. <laughs> Redet euch das nicht ein. <laughs> das muss unbedingt verbessert werden. Und was jetzt zusätzlich noch auf die negative Seite kommt, ist leider der Akku. Ne? Jetzt, wo so Spiele rauskommen wie Assassin's Creed, Nexus oder auch dann halt später mal Arizona Sunshine 2 oder SGATS Rest 2, da merkt man doch mal, das saugt ordentlich an diese Akku. Ja. Und äh, ich hatte damals so Spiele, so ältere Spiele ja auch nochmal getestet auf der Quest 3 für mein Review. Und ja, ich hatte mal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mal oder so. Aber ich habe jetzt auch öfter den Fall, dass das Ding mal in einer oder eineinhalb Stunden leer ist. Und das ist ein bisschen arg wenig, ja? <laughs> äh, wenn du es wenn sogar noch übertreibst mit dem Game Optimizer, dann kriegst du die sogar manchmal in unter einer Stunde leer gesaugt. <laughs> aber dafür gibt es ja diesen Quest Game Optimizer. Da müsst ihr mal wirklich ähm, den Akkumodus anschalten. Dann sieht das natürlich noch ein bisschen schlechter aus, hat noch weniger Frames per Second, aber dann hält der Akku länger. Also mein Review von dem Quest Game Optimizer findet ihr jetzt in den Infokarten. Das ist ein super Tool, wo man das mit optimieren kann. Trotzdem der Akku kommt auf die negative Seite jetzt. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, insgesamt, ja, jetzt habt ihr natürlich als letztes das Negative gehört. Jetzt denkt ihr, das oh, ne, ist ja alles doof. Um Gottes Willen, das ist in meinen Augen die beste VR Brille, die im Moment auf dem Markt verfügbar ist. Punkt. Das ist die beste Allround-Brille, die es gibt. Trotz den Mängeln, die wirklich nerven teilweise, aber es gibt nichts, was so funktioniert, so zuverlässig ist und so ein gutes Allround-Paket hat. Und vor allem zu dem Preis. Ne? Jetzt kommt einer natürlich, ja komm, die Apple Vision Pro hat auch viel besseres Mixed Reality. Ja, die kostet aber auch 5000 Euro. <laughs> ja, und die kostet halt 550 Euro. Es ist... Eine gute Brille und ich empfehle sie nach wie vor sehr, sehr, sehr stark. Ne? Und zwar mittlerweile, wenn mich irgendeiner fragt, welche VR-Brille sollst du denn kaufen für PC-VR, für das und das, sage ich eigentlich immer Quest 3. Weil da kann ich mir sicher sein, wenn die Leute das Ding kaufen, dann funktioniert das auch. Ne? Und ihr müsst ja mal die Kommentare unter meinem Review äh, schauen oder unter den letzten Videos mit der Quest 3. Die Leute sind eigentlich zu 95% zufrieden ja mit dem Ding. Ja, und ich weiß auch, dass es so ist, weil ich benutze es ja selber. Ja, ich, ich mag ja behaupten, dass ich wirklich mich gut mit VR auskenne, ja, weil ich ja wirklich alles hier habe und jeden Tag diesen Krempel benutze. Und ich wage anzunehmen, dass ich das auch wirklich gut beurteilen kann, ja. Und das Ding ist eine wirklich gute VR-Brille, die ich jedem empfehlen kann, der nicht nur für Einsteiger, sondern sogar mittlerweile für... PC VR, Simulation und so einen ganzen Kram, ja. Das ist super. Es sei denn, ihr habt natürlich Bock auf Basteln und habt viel Geld, dann ist natürlich die Pimax Crystal besser, mein Gott, klar. <laughs> ja, aber äh, alles andere ist äh, im Moment nicht so, was ich empfehlen würde. Sony macht eine gute VR-Brille, ja, die, die Playstation VR 2 ist gut, aber ich benutze sie nicht, weil es halt einfach keine Spiele dafür gibt, die mich interessieren, also keine neuen. Ne? Für mich als alten VR-Hasen äh, 95% der Spiele auf der, auf der PSVR 2 kenne ich alles schon. Was soll ich denn damit noch machen? Ja, da fehlt einfach der Content. Die Brille ist gut, aber der Content fehlt. Und hier ist es halt so, die Brille ist gut und der Content ist gut. Und alles andere ist auch gut. Fast alles. Ja? Ist halt so. Pico kann Pico, super VR-Brille. Vielleicht sogar ein paar Punkten noch ein bisschen besser als die Quest 3. Trotzdem, ich kann sie nicht empfehlen, wegen dem Content und weil es ja sowieso die Situation von Pico 4 ist im Moment so, dass es wahrscheinlich so aussieht, als wenn da so das den Bach runtergeht. Ne? Kann ich also auch nicht mehr empfehlen. Das ist the place to go. Das ist das Ding, was im Moment angesagt ist. So sieht es aus. Meine Meinung nach zwei Monaten MetaQuest 3. Boah, wie viel habe ich denn jetzt geblubbert? 15 Minuten. Sorry, aber das, weißt du, wenn ich gerade so im, im Redeschwall bin, dann, dann ist das halt mal einfach so, ja? Und ich hoffe, dass ihr jetzt mal von jemandem, der jetzt ja doch äh, relativ viel schon mit VR macht, ähm, auch so ein, so ein Urteil äh, ja äh, gut findet, dass ich nach zwei Monaten sowas mal berichte, ja? Auf jeden Fall. Ihr werdet 95% von euch, die gerade zugucken und dieses Ding kaufen, ihr werdet es nicht bereuen. Es wird immer Leute geben, die sagen, ach komm, der Pass-Through, das ist so scheiße, da habe ich mir was ganz anderes erwartet. Ja, es ist nicht gut, aber es ist das Beste, was es momentan auf dem Markt ist. Also, was willst du machen? <laughs> so sieht's aus. Ja, Leute, wie gesagt, falls ihr mein Review von der MetaQuest 3 noch nicht gesehen habt, findet ihr jetzt in den Infokarten und in der Beschreibung. Falls ihr Bock auf das Ding habt und mich ein bisschen kostenlos supporten wollt, könnt ihr das gerne über meinen Link bestellen. Habe ich auch noch ein bisschen was von. Ist nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert unbedingt den Kanal, um alles Mögliche zu der Brille zu erfahren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen und Mixed Reality. Haut rein. Ciao. Bude